Okay, warte. Kein Bock jetzt nochmal hoch runter zu fallen. Oder wenn dann. Wow! Bös knapper Sprung. Ah, eine Minute geht noch. Komm schon, Lara, renn. Ah, ne, die brauche ich eh noch nicht, weil noch kommt er ja nicht. Die Hühnerschrecker. Er ist aber jetzt nicht vor meiner Nase, oder? Ne. Ist aber ein bisschen krass. Ist das aktiv? Ja, jetzt kommt der Schläger, den ich noch in Erinnerung hatte. Aha. Rocking around Christmas tree, every Christmas holiday. Oh komm, wir haben den Level gleich gepackt. Okay, aber jetzt mache ich aber hier einen Schnitt, weil wir sind ja super Stelle. Kurz vorm Endboss dieses Levels. Kaiser Katana, over and out. Kornude. Jo, servus Leute, dann sind wir offiziell wieder bei Tomb Raider 2. Ja, gerade in den Bohrturm. Hier geht wieder schön die Luzi ab, wir sind hier kurz vorm Finito sein. Ne, der war's nicht. Das war jetzt doof. War mir so sicher, dass es dieser scheiß Schalter ist, aber es ist der hier. Na? Ja. Wir brauchen ja Wasser im anderen Becken. Oh, wo laufe ich denn hin? Gott, ach Gott. Oh. Wow, das war Glück, das hätte bloß ausgehen können. Ich will nur was testen. Kommt hier nicht noch ein Harpun vorziehen? Nett. Ich bin der Meinung, hier kam einer mit einer Harpune. Naja, mir egal. Jetzt muss ich eh durchschwimmen. Und 1, 2, 3. Auf Lara. Ja, klemm mit an der Tür wie immer. Ja, Leute, ich glaube, Bohrturm ist jetzt ready, fertig. Yo! Damit haben wir officially been the Bohrturm abgepasst. Gut, dann geht's weiter. Im nächsten Level. Hier machen wir mal ein Quickie. Für unser erledigt. Nächster Level. Und wir sind jetzt offiziell in die Tiefe. Los geht's. Die Tiefe, einer der blödesten Level ohne Ende. Weil jetzt fängt's an mit 90% Unterwasserscheiße. Die ich selber nicht mal mag. Guter Gym gespeichert ab. Ja. Gut. Offiziell bewiesen, dass Lara keine Chance gegen Ventilatoren hat. Gut. Ja. Guck mal, mein Mikro steht ein bisschen weit weg. Ah, vielleicht ist jetzt der Ton besser. Hoppala. Warte mal. Gar nicht darauf aufgepasst hier. So, weiter geht's. Dann mache ich hier die ersten Minuten wahrscheinlich mit scheiß Ton. Na egal. Ich muss es mir ja nicht nochmal anhören. So. Klar, Ventilator hat immer hier einen Schalter. Ja. Alles klar, Lava. Schalter. Erstes Miniatur-Secret, wir bekommen Le Kranatos. Und backwards schwimmen, weil wir wollen hier wieder raus. Auf Lara, gib Gas. Oder bis dass hier die Luft ausgeht. Schön weit hinten raus, man weiß ja nie.
Ja, vorsichtig. Ja, probier da von da hinten zu treffen, du Loser. Oh, du scheiß Arschloch, hast du noch. Ah, der ist schon tot. Warte, ein Loser. Okay. Wer lässt was? Du lässt Schrott da. Das ist schon mal Anfang. Du lässt Uzi. Perfekt. Ja, komm, ich mach noch die zwei Killer da drüben. Die müssen jetzt wieder da sein. Okay, der erste ist pleite gegangen. Boah, der zweite, den habe ich geil weggeniedet. So, wir wollen aber noch nicht darüber, weil das machen wir später. Erstmal hier rein. Oder? Nee, Quatsch. Ha! Da habe ich mich wieder selbst verarscht. Ja, das kann ich ja so gut. Hier ist ja nur der Ausweg, falls wir da ins Wasser plumpsen. Was ja grundsätzlich bei mir wahrscheinlich eh passieren wird. Ah, das ist auch stylisch, oder? So kann man auch Treppen laufen, wenn man es anders wie schneller machen könnte. Aber egal. Woohoo! Das war jetzt wieder riskant, was ich wieder gemacht habe, aber naja. La, 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 la. Komm. So, lala. Das haben wir alles. Durchgedrehte Automatik-Kräne hier. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Der trifft mich im Stehen nicht, aber wenn ich zurückspringe, trifft er mich, oder was? Ah, super. Wieder Energie für die Katze flöten gegangen. Jetzt nehmen wir die Treppe richtig, wie es eine gebürtige Lara Croft machen würde. Komm. Du Killerkran, auf geht's. Wir haben noch keine Zeit, wir sind doch erst in die Tiefe. Ja, ein Standsprung wird glaube ich auch reichen, aber ist mir jetzt egal. Komm rüber. Aha. Den Killern haben wir gezeigt. Oh, das ist doch duales Aufnehmen von Gegenständen. Ah ja. Unser erster Drache, den wir uns jetzt holen, aber erstmal machen wir mal einen chillischen Quick Save im nächsten Level. Lösch Deinos Drachos. Es muss genau lang. Oder halt auch nicht. Deshalb mache ich ja meine Quicksaves. Jo. Oh. Aber mit dem Körper ist es stylischer, oder? Ja klar. Sie bricht sich nicht das Genick. Na. Ja, jetzt blubber nicht so rum. So, ich muss jetzt gerade mal noch einen kleinen Weihnachtsmann köpfen. Ich krieg gerade ein bisschen Hunger. Unos Momentos. Oh, lecker. Oh. Nur zu empfehlen. Weihnachtsmann. Lecker. Mal gucken, ob es klappt. Wo ist er? Oh nö. Wie ich das hier hasse. Ich gebe euch jetzt die Chance. Hallo. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt ausklinken. Weil die Scheiße geht jetzt ewig. Nur mal kurz ein Quick Time zeigen, wo ich gerade bin.
Ziemlich weit unten. Kann auch rein. Schon dauern. Irgendwo zwischendrin kann man einen wundervollen Rückwärtssaldo vollführen. Ich habe keine Ahnung an welcher Stelle. Wir testen es einfach blind aus. Kann passieren, dass ich gleich wieder tot bin. Ich habe Quicksave gemacht, ja, bevor diesem Killersprung. Wir probieren es einfach mal. Ja. So viel dazu. La 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 la. Oh, du bist so doof, Lara. Um gesterben. Echt. Jo. Mir macht's gerade richtig Spaß, die sterben zu sehen, echt. Okay. Wir machen's anders. Wir machen genau hier einfach mal einen Schnitt.